Außerirdische! Ein Alien! Bärbel, bist du das? Das ist doch die Bärbel. Du hast mich aber erschreckt. Boah. Also, ihr könnt sehen, wir sind heute in 100% Corona-Vollmodus. Genau. So. Und Bärbel. Ja. Hast du diese Woche noch schöne Straßenmusik gemacht? Ja, heute noch. Jo. Mhm. Und, ging's gut? Ja, 60 Euro. Immerhin. Wow. Wow. Du, das ist ja allerhand. Ja. Fantastisch. Aber, weißt du, ich habe mir gerade mal überlegt, es gab doch mal dieses Musical, dieses Fiddler on the Roof. Ah, ne? Ja. Oh ja, das ist toll. Ja. Mhm. Also, in Deutschland und in Europa hieß das ja Anna Tefka. Ne? Mhm. Und da gibt es doch dieses eine berühmte Lied da draus. If I were a rich man. Oh ja, das ist toll, das passt, oder? Wenn ich einmal reich wäre. Na, das passt, wenn du da ja, Straßenmusik machen absolut musst für ein paar Zerquetschte. Mhm. Nicht wahr? Oh, jetzt muss ich mal gucken, ob ich so spielen kann. Ich nenne das immer das Mafia-Lied. Ja. Aber gut. Das machen wir jetzt, gell? Probieren wir mal. Jo! Hm? Alright! Ab!
Das war das Lied If I Were a Rich Man. Oder auf Deutsch, wenn ich einmal reich wäre. Und ich sage immer, dieses Lied ist der Wunschtraum eines jeden Musikers. Aber du, das ist ja nicht um auszuhalten. Nee. Komm weg mit dem Scheiß. Was soll das? Wir haben schon 5 Livestreams gemacht mittlerweile ohne diesen Dreck hier. Was soll das? Und die sind immer noch gesund. Ja, zum Glück. Ah, Glück gehabt. Du, das ist ja unmenschlich. Ich habe noch Glück gehabt. Ja, komm, was soll das? Weg damit. Also. Oh, ein wunderschöner Mundschutz habe ich geschenkt gekriegt. Was? Der Mundschutz, ja, sehr schön, finde ich. Dann hast du den, und trägst du den auch? Ja, ja, natürlich, ja, in Läden halt. Aber nicht beim Straßenmusik machen, nee, oder? Nee. Ja, siehste, was soll das? Ja. Jawohl! Also, ich habe ja hier noch meine berühmte Wunschliste. Ah, aha, okay. Meine berühmte Wunschliste. Und da hatte doch tatsächlich, waren 2 Leute, die haben sich La Paloma gewünscht. Ah ja, okay. Mhm, kenn ich. Mhm. Kennst du das? Ja. Okay, La Paloma, das war für die Jackie van Diesen und für die Brigitte Dönges. Also, die wollten gerne La Paloma haben. Und da die Bärbel das kann, spielen wir jetzt La Paloma, nicht wahr? Thank you.
Hallo, Mann. Wunderschön. Ach, das ist und bleibt doch immer wieder ein schönes Lied. Ich finde das schön. Schöne Melodie. Also, Schachi und Brigitte, das war spezial für euch. Mhm. Ach du übrigens. Ja. Heute hatte ich noch ein Telefongespräch mit der Nadine. Ah ja. Aus Heilbronn und die Rosi da. Aus meiner Heimat. Mhm. Aus deiner Heimat? Ja. Beinahe. Ludwigsburg. Ja. Ist ja nicht weit. Mhm. Und die Rosi da, die wohnt ja da nahe bei München, die immer diese italienischen Sachen. Ah ja, ja, genau. Und die haben gesagt, dass ich dich recht herzlich grüßen soll. Ach ja, sehr lieb, ja. Danke. Also bitteschön, ich habe euren Gruß ausgerichtet. Danke, ich grüße euch herzlich zurück. Mhm. Okay. Ja, was haben wir noch Schönes auf dem Repertoire? Ja. Ja. Das ist dieses Esmarin. Ja, das ist toll, genau. Aus der Türkei ein Stück, das heißt Esmarin. Aus der Türkei? Ja, aus der Türkei. Mhm. Oh, also ihr seht, wir sind sehr international. Oder? Ja, finde ich auch. Tja, so. Mann. Was macht uns, mach uns mal erst einer nach. Ja, genau. Ja? Das musst du erst mal können, ne? Das musst du erst mal können. Ja, das musst du erst mal können. Gut. Thank you.
Also, bitteschön, wir können mehr als nur Spaghetti essen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, dass wir das gerade gesagt sein. Das darf wohl gesagt sein, ja. Jawohl. Du, und ich weiß jetzt aber nicht, da war jemand, oder zwei Jemande, die hatten sich die Juliska aus Budapest gewünscht. Oh ja, oh nee, ja, kann ich nicht. Schade, oh mein. Ich hab's euch gesagt, erstmal warten, ob sie das kann. Ja, du bist das nächste Mal. Bis zum nächsten Mal kann ich das. Ist das versprochen? Ja, ist versprochen. Also ihr hört's, ja. Ich bin Zeuge. Ja. Sie hat's euch versprochen, dass es bis zum nächsten Mal kann. Ja, ich verspreche es hiermit. Okay. Ja, weil die haben nämlich behauptet, das kann die Bärbel kann alles. Ja, das sieht man. Eigentlich mein Bratschenlehrer kam aus Budapest. Also das Lied, das leider, tut mir leid. Ist ja auch nicht wirklich ein ungarisches Lied, ist nämlich aus einer Operette. Ach so, ah ja. Und die heißt Die Maske in Blau. Ach so, ah ja. Jawohl, okay. Da ist das eine bekannte Melodie draus. Aber gut. Zum nächsten Mal. Siehst du? Also, sie kann auch nicht alles. Nee. Das können wir alle nicht. Wir sind ja keine Roboter, oder? Genau. Und wir sind auch keine Jukebox. Denn bei einer Jukebox musste man erst noch eine Mark reinschmeißen, bevor man Musik kriegte. Ihr kriegt es alle umsonst. Na, also. Gut, dann sind wir ja schon wieder fast am Ende. Aber ich habe mir jetzt vorgenommen, weißt du, weil wir haben ja doch viele Kelly-Fans, die zugucken, mittlerweile. Und da müssen wir halt doch als Ausschmeißer, als Abschiedslied, finde ich halt doch etwas aus dem Kelly-Repertoire machen. Okay. Doch? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja, gute Idee. Und wie wäre es denn mit zum Beispiel Good Neighbor and, wie heißt das andere noch? Wearing of the Green. Oh, Wearing of the Green. Yeah. Ah, das wäre doch noch was, ne? Very. Das ist wirklich etwas noch aus dem alten Kelly-Repertoire. Aber jetzt den Text hier muss ich ablesen, den kann ich sonst nämlich nicht auswendig. Heißt, also, in G ist das. Bye.
unsere 1A Hüpfgeigerin. Ja, du. Das war ja super. Das hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht, ja. Ich hoffe, unseren lieben Kelly-Fans hat das auch gefallen. Mhm. Ne? Und, ja gut. Jetzt kommt erstmal das Pfingstwochenende. Gehst du weg? Ja, ich fahre runter jetzt. Ich habe meinen Vater schon sehr lange nicht mehr gesehen. Ich fahre nach Süddeutschland. Zu deinem Vater? Zu meiner ganzen Familie, ja. Okay. Meine ganzen Schwestern sind dann auch da. Wir haben uns alle schon monatelang nicht mehr gesehen wegen Corona. Und jetzt habe ich gedacht, also meine Schwester wird 60 und da habe ich gedacht, jetzt muss ich die unbedingt auch mal besuchen. Das ist super. Mhm. Ja, gut, dann würde ich sagen, tarnen wir uns mal wieder Corona-mäßig. Und dann so. Bärbel, ich danke dir. Ah, siehst du, sie ist das noch nicht gewöhnt. Ah. Bärbel, ich danke dir. Und ich danke dir auch. Ich danke dir auch. Ich werde dich wieder anrufen. Ja. Bis nächste Mal. Ich freue mich. Und euch, liebe Leute, gebt weiterhin auf euch Acht. Bleibt gesund. Haltet Abstand. Ich bitte euch. Werdet nicht leichtsinnig. Und hoffe in guter Gesundheit das nächste Mal. Tschüss.